Herzlich willkommen heiße ich natürlich Emily Rauch, die gleich unsere Speakerin sein wird. Eine ganz kurze Information zur Präsentation. Sie können die einzelnen Folien selber ein- und ausblenden auf der linken Seite. Sie könnten theoretisch, glaube ich, hier auch drauf rumzeichnen und malen. Wir würden Sie bitten, das nicht zu tun, sondern einfach nur den Input zu genießen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne jederzeit in Chat schreiben. Wir schauen dann, ob sie entweder zwischendrin gut passen oder ob wir am Ende noch ein paar Minuten zur Diskussion finden. Genau, und ich glaube, damit habe ich alles Wichtige gesagt und würde übergeben an Sie, Frau Rauch. Viel Vergnügen allen. Ja, vielen Dank und auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ich darf heute von der Next Education Arbeitsgruppe, die im Projekt KI Campus mitarbeiten darf, von der DHBW Karlsruhe, das Thema AI-Comm vorstellen. Und genau, hier einmal, ich hoffe, alle sehen meine Präsentation, alle verstehen mich gut. Wenn irgendwas ist, gerne in den Chat schreiben und dann freue ich mich über auch Nachfragen und Ideen und Diskussionsanregungen. Und dann würde ich auch direkt loslegen, weil wir jetzt begrenzt nur Zeit haben. Einmal noch mal kurz zu uns. Mein Name eben Emily Rauch. Ich arbeite im Team von Professor Dr. Ulf Daniel Ehlers an der DHBW in Karlsruhe und wir sind wiederum, dürfen wiederum Teil des Teams des KI Campus sein. Im Rahmen dessen wir eben auch diese Studie, die ich heute vorstelle, durchgeführt haben. In meinem Team ist außerdem Dr. Martin Lindner, der heute leider nicht dabei sein kann, aber auch alle herzlich grüßen lässt. Und genau, wir sind also im KI Campus, den werde ich jetzt nicht mehr großartig vorstellen. Ich weiß nicht, die meisten werden davon vielleicht schon gehört haben. In Heilbronn ist morgen auch die KI Campus Stage. Da ist recht viel los, genau deswegen, das Projekt werde ich jetzt nicht großartig vorstellen, sondern wirklich nur unsere Studie. Und dazu möchte ich auch direkt loslegen. Bei uns an der DHBW in Karlsruhe, vor allem im Team von Ulf Ehlers, ist unser großes Steckenpferd sind quasi die Future Skills. Und jetzt im Rahmen dieses Projektes vom KI Campus, das ein großes Ziel ist, die Gesellschaft zu KI weiterzubilden, haben wir jetzt eben überlegt, ja, Future Skills, Kompetenzen für die Zukunft, was haben die denn eigentlich, wie kann man die auf KI beziehen, ne? KI, immer größeres Thema in der Gesellschaft, in jedermanns Leben eigentlich und eben auch in der Arbeitswelt. Welche Kompetenzen braucht man eigentlich speziell in diesem Bereich, um damit klarzukommen? Genau, den Link, ich sehe die Frage gerade, da habe ich am Ende auch nochmal drin, glaube ich, und das schicke ich auch gerne gleich nochmal in den Chat. Findet sich unter ai-comm.org. Genau, da kann man sich alles nochmal anschauen. Wir haben jetzt eben diese Studie durchgeführt, die AI-Comm-Studie. Im März haben wir damit größtenteils begonnen, glaube ich, vielleicht sogar schon im Februar, weiß ich gerade gar nicht genau. Wir haben angefangen damit, die grundlegende Literatur erstmal zu sichten. Wie ist der Forschungsstand? Was haben andere dazu schon veröffentlicht und was ist dazu in der allgemeinen Wissenschaft schon so bekannt zu KI-Kompetenzen? Das haben wir alles gesichtet, analysiert und sind dann übergegangen dazu, ich erkläre es auch nochmal im Detail, aber jetzt so als Übersicht, Experteninterviews zu führen. Wir haben uns überlegt, okay, welche Kompetenzen haben wir da jetzt rausgefiltert, haben da dann einen Leitfaden entwickelt, Interviews geführt, dann nochmal eine Online-Befragung durchgeführt auf Basis dessen und jetzt sind wir soweit, dass wir unsere Forschungsberichte veröffentlicht haben. Zwei Stück sind es geworden und die, genau, kann ich auch später nochmal schicken. Ah ja, es wurde auch schon in den Chat geschickt. Vielen Dank dafür. So, hier auch direkt schon mal der Link nämlich. Auf unserer Website finden Sie allgemein alles. Die Next Education Forschungsgruppe hat ganz verschiedene Projekte, aber hier geht es jetzt eben nur um den AI-Comm. So, und hier einmal kurz meine Agenda quasi, wie ich das so ein bisschen aufgebaut habe. Einmal möchte ich kurz drüber sprechen, was sind denn überhaupt Future Skills? Was meinen wir denn damit, wenn wir davon sprechen? Dann eben, wie wurden jetzt diese Future Skills, die KI-bezogenen Future Skills erhoben? Und wie haben wir daraus ein Modell konstruiert? Das ist nämlich das Ergebnis dieser AI-Comm-Studie. Was sagen jetzt die Befragten? Ist KI oder eine KI-Transformation bereits bei Ihnen angekommen? Sind wir denn eigentlich schon KI-kompetent? Oder fehlt da noch eine Menge? Gerade für uns als DHBW, als duale Hochschule, ist es natürlich spannend, weil wir auch ja natürlich
mitverantwortlich sind, um die Menschen dafür zu bilden, um die Studierenden eben in unserem Fall dafür vorzubereiten, ja, in der Welt dann erstmal zurechtzukommen. Und das ist ja gar nicht mal so leicht, wenn man nicht weiß, wie es mit KI weitergeht und wie die technischen Entwicklungen in 3 Tagen aussehen, ist es erstmal schwierig, sich auf irgendwas vorzubereiten. So, und genau das ist wiederum Teil dieser Kompetenzen. Dann, womit haben die Befragten bereits Erfahrungen, womit nicht? Welche Kompetenzen halt den Befragten außerdem für bedeutsam in der Zukunft? Und dann eben, wie sieht das AI-Comp-Modell eigentlich aus? Das zeige ich dann am Ende nochmal. So, Future Skills. Was sind eigentlich Future Skills? Im Grunde geht es bei Future Skills vor allem einfach darum, handlungsfähig zu sein. Also diese Befähigung, in der wandelnden Welt irgendwie klarzukommen, handeln zu können, Entscheidungen treffen zu können und sich dann eben, ne, hier steht es nochmal mit dieser beschleunigenden Unvorbereitetheit, sich zurechtzufinden. Also diese Unvorbereitetheit ist damit ja erstmal ein großes Ding. Es geht nicht mehr darum, Wissen irgendwie vermittelt bekommen zu haben, sondern wirklich, wie komme ich mit einer Situation klar, die ich gestern noch nicht kannte. Das ist da ein großer, großer Punkt und bei dem, um den geht es eben bei den Future Skills. Und das setzt sich so zusammen, dass wir das Wissen natürlich nicht ausschließen. Wissen ist natürlich immer noch die Basis, aber es wird eben ergänzt durch Fertigkeiten, die man hat, sich entwickelt hat oder so. Und die eigenen Werte und Einstellungen. Also wie möchte ich handeln? Was ist mir wichtig? Was sind meine inneren Antriebe? Wie kann ich handeln? Ne? Welche Fähigkeiten habe ich? Und dazu dann noch, welches Wissen habe ich? Welche Erfahrungen habe ich? Und wie können diese 3 Teile dann zusammenführen? Und das ist dann eben die Handlungsfähigkeit, die sich daraus ergibt und letztendlich die Future Skills, die dann in konkreten Handlungen resultieren. Dann können wir direkt auch schon, ich versuche hier so ein bisschen durchzupowern, dass wir auch fertig werden und in der richtigen Zeit, weil das recht viel ist. Also falls irgendwas unklar ist, bitte gerne wirklich fragen. So, wie haben wir diese Future Skills jetzt erhoben? Wie gesagt, angefangen haben wir mit der Forschungsliteratur. Wie man sich denken kann, ist es nicht wenig. Das war dann eine Weile und im ersten Schritt haben wir eben erstmal alles gesammelt. Das war dann wirklich einiges, sodass wir eine Liste zusammengestellt haben aus 157 Kompetenzen. Das war so das allererste, was wir gemacht haben. Im zweiten Schritt haben wir diese Kompetenzen dann nochmal genauer gesichtet und geguckt, okay, bei welchen steht ein Und dazwischen zum Beispiel, ne? Welche sind eigentlich vielleicht auch 2 und haben das dann so ein bisschen aufgeteilt und wirklich geguckt, dass jede Kompetenz für sich steht in dieser Liste, sodass wir dann erstmal auf 161 Kompetenzkomponenten kamen. Im dritten Schritt dann haben wir es wiederum reduziert und zusammengeführt, was sich doppelt, gleiche Bedeutung, teilweise war es auch wirklich ein sehr, sehr, also fast gleicher Wortlaut mit so einer unterschiedlichen Vorsilbe oder so. Und das haben wir dann so komprimiert und so zusammengefasst und gesetzt, dass wir auf 34 Kompetenzkomponenten kamen, die wir dann wiederum strukturiert haben. Das heißt, nicht unbedingt jetzt was aussortiert, sondern diese 4 Kompetenzkomponenten gehören auf eine Art und Weise zusammen. Das heißt, dadurch kamen wir dann auf 13 Cluster, auf 13 Kompetenzcluster, die dann erstmal unser erstes Modell dargestellt haben. Und im nächsten Schritt, als wir das dann so ein bisschen validiert haben und auch nochmal ein bisschen zusammengefasst haben, kamen wir dann auf 12 Kompetenzfelder, bei denen wir jetzt dann auch letztendlich hängen geblieben sind. Und genau, jetzt habe ich eins weitergeklickt. Wir haben diese 12 Kompetenzen in qualitativen Experteninterviews eben validiert. Das bedeutet, wir haben mit verschiedenen Personen aus 4 verschiedenen Zielgruppen gesprochen, mit Studierenden, mit Lehrenden, mit Akteuren aus der Wirtschaft und mit Personen aus der Zivilgesellschaft und haben da eben mal in semi-strukturierten Interviews abgefragt, was verstehen Sie unter diesen Kompetenzen? Können Sie damit was anfangen? Ergibt es erstmal auch Sinn, wenn man das so hört? Kann man als Person, die jetzt gerade an der Uni ist, mit dieser Kompetenz schon was anfangen? Welche sind die wichtigsten? Ganz besonders wichtig war für die meisten das kritische Hinterfragen, gerade für die Studierenden, für die das ein großes Thema war. Und so konnten wir so ein bisschen gucken, okay, welche sind hier eigentlich die Hauptkompetenzen vielleicht, die prominentesten Kompetenzen
und welche sind jetzt vielleicht erstmal überhaupt nicht intuitiv verständlich, sodass wir da wirklich nochmal nachhaken müssen und uns selber überlegen müssen, was genau sehen wir denn hinter dieser Kompetenz? Muss man das vielleicht nochmal anders formulieren? Müssen wir das vielleicht nochmal ein bisschen umdenken? Und das haben wir getan und anschließend unseren Online-Fragebogen erstellt. Dieser Fragebogen bestand aus ungefähr 40 Fragen und eben 3x12 Fragen zu jeder, 12x3 Fragen, eben zu jeder Kompetenz, nämlich 3 Stück. Wir haben das in 3 Dimensionen abgefragt, und zwar einmal die Erfahrung. Also hat man bereits Erfahrungen mit Situationen, in denen diese Kompetenz notwendig war. Das heißt, wir haben Handlungssituationen irgendwie vorgeschlagen quasi, in denen man diese Kompetenz eben gebraucht hätte, und abgefragt, kennen Sie so Situationen? Wie kamen Sie da dann klar? Wie hat das funktioniert? Und genau, das war unsere erste Dimension zu jeder Kompetenz. Die zweite war die Souveränität. Das heißt, in diesen Situationen, die man da erlebt hat, wie wohl fühlte man sich? Also wie sicher konnte ich damit umgehen? Wie problematisch war es für mich vielleicht? Wie herausfordernd, vielleicht auch wie überfordernd? Woran man ja direkt schon mal sehen kann, wie ausgeprägt die Kompetenz vielleicht ist. Wie routiniert kann ich mich da verhalten? Genau, das war die zweite Dimension. Und die dritte war dann eben die Relevanz in der Zukunft. Für wie bedeutsam halten Sie diese Kompetenz, um in der Zukunft handlungsfähig im Berufs- und im Privatleben zu sein? Dabei war es wiederum interessant, dass wir natürlich verschiedene Personen aus ganz verschiedenen Kontexten hatten. Das heißt, für manche sind manche Kompetenzen wie irgendwie ein technisches Verständnis von der KI, wirklich ein Systemdesign oder sowas, ne, dahinter wirklich zu blicken und die Technik zu verstehen, ne, gar nicht so wichtig wie für andere. Und gleichzeitig sowas wie eine ethische Kompetenz, das kritische Hinterfragen, war wiederum eigentlich für fast alle wichtig. Und so sieht man so ein bisschen, wie das auch in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Berufsfeldern abgegrenzt und aufgeteilt ist und wo eben Schwerpunkte liegen, was wiederum dann in der Auswertung auch sehr spannend war, da die Zusammenhänge zu sehen. Das waren die 3 Dimensionen, auf die haben wir dann unseren Fragebogen aufgebaut und haben den dann über 6 Wochen oder 7 Wochen laufen lassen online und haben da tatsächlich viel mehr Menschen erreicht, als wir wollten. Wir wollten so 1000, haben wir gehofft, 1000 fertig ausgefüllte Fragebogen. Wir kamen dann auf 1644 vollständig ausgefüllte Fragebögen. Da war dann schon alles raussortiert, was irgendwie nicht auswertbar war. Also wir waren da wirklich, wirklich sehr happy mit dem Ergebnis und konnten da richtig was draus lesen und damit anfangen. Genau, insgesamt teilgenommen 1745, und die 100, die da übrig waren, waren eben welche, die nach der dritten Frage zum Beispiel abgebrochen haben oder so. Die wurden dann natürlich raussortiert und 1644 blieben dann für uns übrig. Wir haben dann ein Modell entwickeln können aus diesen 12 Kompetenzen, auf Basis der Antworten, auf Basis der Erfahrungen, der Zusammenhänge, die wir da gesehen haben, und eben auf Basis der Kompetenzen, die da jetzt, ne, quasi letztendlich validiert wurden, und haben das aufgebaut erstmal mit 3 großen Bereichen. Einmal der erste Bereich ist Arbeiten und Gestalten mit und für KI. Das bedeutet Kompetenzen, um KI-Anwendungen im professionellen Umfeld zu nutzen und die eben auch wiederum selber weiterentwickeln zu können. Das heißt, man hat eben diesen technischen Hintergrund auch. Man kann da so ein bisschen vielleicht auch mit spielen, das für sich selber anpassen und da Potenziale sehen, wie man das gut anwenden kann, um produktiv Ziele zu erreichen. Dann der zweite Bereich sind eben persönliche Fähigkeiten auf subjektbezogen für KI-bezogene Handlungsräume. Also Kompetenzen, die als Individuum, die für mich persönlich in einer Welt, die eben von KI geprägt ist, wichtig sind, um selbstsicher, selbstentschieden handeln zu können und dennoch auch natürlich KI-Konzepte nutzen zu können. Aber nicht im Sinn von den technischen Hintergrund zu verstehen, sondern um mein subjektives Umfeld einordnen zu können. Wie bringen mir jetzt KI-Systeme was und wie kann ich die jetzt nutzen, um meine moralischen Ziele beispielsweise auch zu verfolgen.
Der dritte Bereich ist dann eben das soziale Umfeld. Da geht es jetzt nicht mehr um mich als Subjekt, sondern um mein gesamtes Umfeld mit und für KI gestalten. Das bedeutet, Kompetenzen KI im eigenen, privaten oder professionellen sozialen Umfeld angemessen einzusetzen und neue KI-bezogene Handlungsräume in Zusammenarbeit mit anderen kreativ zu gestalten. Da geht es jetzt eben um diese soziale Komponente. Das bedeutet sowas wie Kommunikation. Mit KI beispielsweise auch Prompten oder sowas, das gehört aber, ne, das verschwimmt auch manchmal ein bisschen. Aber es geht auch eben darum, wie kann ich denn mit anderen zusammenarbeiten in dem Feld? Wie kann ich denn mit anderen kommunizieren, was ich möchte, was ich jetzt denke, dass mir KI bringt? Kann ich jetzt mit anderen diskutieren? Kann ich da, habe ich da die Fähigkeiten, mich mit anderen Personen, auch mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und das, wie gesagt, zu kommunizieren? Da geht es um diese Ebene. Das sind die drei Bereiche und hier sieht man eben einmal alle 12 Kompetenzen. Wie gesagt, im ersten Bereich sind eben sowas wie Systemdesign, kritische digitale Kompetenz, Umsetzungskompetenz. Das sind eben die technischeren, sage ich mal, wo man ein bisschen auch erkennen kann, was das denn gerade so, ne, Nutzen und Herausforderungen der technischen Anwendungen einschätzen können. Also was macht diese KI eigentlich? Was bringt die mir? Warum bringt sie mir was? Und wo ist da eigentlich welcher Knackpunkt? Und dann eben der persönliche Bereich, also meine persönlichen Fähigkeiten, Entscheidungskompetenz. Ich lasse mir jetzt nicht irgendwie alles die Butter vom Brot nehmen und entscheide trotzdem noch selbstbestimmt und kann entscheiden, nehme ich jetzt diesen Tipp oder so von der KI wahr oder lasse ich es? Kritisches Denken eben und Selbstbestimmtheit. Ich mache jetzt nicht alles, was die Welt mir sagt. Und gleichzeitig verfolge ich auch nicht jedes KI-System, das jetzt irgendwie gerade auf den Markt kommt. Einfach so allgemein meine persönlichen Standfestigkeit, sage ich mal. Und dann eben mein soziales Umfeld auch mit der ethischen Kompetenz, wie gesagt, Kooperations- und Kommunikationskompetenz. Das sind die 12, die wir da rausgesucht haben. Ich zeige auch gleich nochmal, wie wir das in dem Modell jetzt aufgebaut haben. So, was sagen denn jetzt eigentlich die Befragten? Wie stehen sie zu KI? Ist die KI-Transformation bereits bei Ihnen angekommen? Wir hatten 1397, das sind 85% KI-Nutzende und nur 247 Nicht-Nutzende. Das bedeutet auch ein recht kleiner Teil des Ganzen. Wir haben jetzt daraus, das ist einer der spannendsten Punkte unserer Studie, den KI-Aktivitätsindex entwickelt. Und zwar bedeutet das, wir haben abgefragt, wie intensiv nutzen die Befragten KI, also machen sie das einige Male, regelmäßig, das war dann so ein, zweimal die Woche oder sehr oft, das wäre dann so viermal die Woche. Und wie ist die Nutzungsart? Ist es eher passiv? Das heißt, ich habe einfach eine App, in der KI benutzt wird und ich benutze die App und die App benutzt KI und ich bin jetzt aber eigentlich, ne, ich mir selber ist die KI egal. Ist es aktiv? Sitze ich da mit, weiß ich nicht, Sprachassistenten, bildgenerative KI? Oder bin ich tatsächlich mitgestaltend? Das heißt auch wirklich dieser technische Hintergrund. Ich kann KI-Systeme nutzen, kann sie irgendwie in meine Arbeit beispielsweise integrieren, kann da wirklich was anpassen auch und selber vielleicht was programmieren. So, ne, welche sind da jetzt meine Punkte. Und das wurde dann quasi addiert. Genau, hier sieht man es jetzt auch einige Male. Da sieht man es tatsächlich gar nicht so gut, sehe ich gerade. Aber wir haben dann allem einen Wert gegeben. Also wenn ich KI einige Male benutze, ist es ein Punkt. Wenn ich es passiv benutze, ist es auch ein Punkt. Daraus ergibt sich eine 2. Wenn ich es regelmäßig benutze, gibt es 2 Punkte. Wenn ich es aktiv nutze, auch 2 Punkte. Daraus ergibt sich eine 4. Ne? So kann man das dann in diesem Quadrat quasi ablesen. Und so konnte man dann rausschauen, wie aktiv denn eigentlich unsere Befragten sind. Und ne, die Nicht-Nutzenden sind da jetzt erstmal auch natürlich jetzt nicht unbedingt weit oben. Die sind da jetzt erstmal eher nicht am Start. Aber die hohen, ne, mit einem KIX hoch, das ist der Wert 5 und 6, das heißt Leute, die es sehr oft nutzen und mitgestaltend oder sehr oft und aktiv oder regelmäßig und mitgestaltend, das waren tatsächlich 21%, was ich dafür doch immer noch relativ viel finde, die mittleren 33,4% und die niedrigen 27,4%. Also ansatzweise, also nicht ausgeglichen, aber jetzt auch nicht drastisch unterschiedlich. Und der mittlere Bereich auf jeden Fall am höchsten.
Das war auf jeden Fall einer der spannendsten. Wir haben in unserer Studie den KI-Aktivitätsindex dann auch noch im Zusammenhang angeguckt mit, welche Positionen in der Arbeitswelt haben wir. Sind es Management-Positionen, sind es Lehrende, sind es Studierende? Da haben wir alles nochmal einzeln ausgeguckt und das kann man im Forschungsbericht dann lesen. Hier nochmal so rum aufgezeigt, das überspringe ich jetzt mal. Hier sieht man es auch kurz, Aktivitätsindex nach Geschlecht. Tatsächlich war die Studie nicht ausgeglichen leider, aber auch nicht so unterschiedlich. Immer noch 704 Frauen, die teilgenommen haben. Und da war aber bei den Frauen tatsächlich ein höherer Anteil bei den Nichtnutzenden, bei den Männern ein deutlich höherer Anteil beim hohen KI-Aktivitätsindex. Und genau, das deckt sich aber teilweise auch mit den Berufen, die angegeben wurden, im Sinn von, wir hatten viele, viele, ja, weiß ich nicht, technische Positionen, die da mitgemacht haben. Und das sind dann eben auch die hohen Aktivitätsindexe. So, wir haben das nach Organisationsgröße noch aufgeteilt und eben nach so ein paar Sachen, die ich jetzt einfach mal durchgehe. Spannende Key Findings waren hier jetzt auch nochmal, die wir abgefragt haben. Wie viele Personen bewerten KI an ihrem Arbeitsplatz positiv? Das waren tatsächlich 73%, die das gut finden. Es haben aber trotzdem auch tatsächlich 38% angegeben, dass KI der menschlichen Intelligenz überlegen sein wird und 58%, dass KI zu Arbeitsplatzverlusten führt. Was wir hier nicht abgefragt haben, ist, ob KI zum Abbau des eigenen Arbeitsplatzes führt. Das fiel uns danach dann auf, dass das natürlich noch eine Frage wäre, ne, die da offen bleibt. Oder ob das einfach nur ein allgemeines, das führt zu Arbeitsplatzverlusten ist. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, dem ich persönlich auch gerne noch nachgehen würde, was da die Befragten gesagt hätten. Aber allgemein ist es auf jeden Fall erstmal positiv im Arbeitsplatz, vor allem im persönlichen Bereich sind die Leute da noch ein bisschen skeptischer. So, genau. Wie sieht es denn jetzt mit den Erfahrungen aus? Wir haben das jetzt hier in so Rundendiagrammen aufgeteilt pro Kompetenz. Und man sieht, dass die Kommunikationskompetenz relativ gut abgeschnitten hat tatsächlich. Selbstkompetenz sind sich Leute noch unsicherer und vor allem auch Kooperationskompetenz. Was wir erstmal in einer These darauf beziehen würden, dass KI teilweise ja noch so neu ist, dass es da sowieso noch schwierig ist, zusammenzuarbeiten, weil man erstmal mit sich selber klarkommen muss. Das ist noch so ein bisschen, da sind wir auch noch am Auswerten, wer da was gesagt hat. Wir haben das aber für alle Bereiche gemacht. Welche Bedeutung ist da natürlich super spannend? Da war die große Mehrheit bei der Entscheidungskompetenz, dass diese eben wichtig ist und das auch so gut wie in allen Bereichen. Man sieht hier, dass instrumentelle digitale Kompetenz beispielsweise ein bisschen weniger bedeutsam angewertet wurde, was wiederum dafür spricht, dass es in manchen Berufen einfach nicht so notwendig ist, die technischen Hintergründe so zu kennen. So haben wir das auch für die Souveränität gemacht. Das heißt, wie wohl fühlt man sich mit Situationen, in denen die Kompetenz in Bezug auf KI notwendig gewesen wäre? Lernkompetenz und kritisches Denken sind da recht ausgeprägt. Instrumentelle digitale Kompetenz tatsächlich auch. Das kritische Denken ist da vor allem wiederum spannend, weil das so gerade in den Interviews als so bedeutsam angesehen wurde. Ich glaube, wenn man damit viel mit KI zu tun hat, gerade in den Anfangszeiten, dachte man auch erstmal automatisch kritisch und hat sich da vielleicht auch direkt dieses Bewusstsein angeeignet, was man ja auch oft und viel und guterweise vermittelt bekommt. Genau, wir haben hier dann noch ein Spannungsfeld aufgebaut, und zwar mit der Bedeutung und der Erfahrung. Das heißt, wir gucken, wie sieht man die Zukunftsbedeutung und wie sieht man die Erfahrungswerte und haben das in so einer Grafik noch dargestellt. Das bedeutet, vor allem unten rechts ist natürlich spannend, da muss man ansetzen. Die sind wichtig, aber die Personen haben noch nicht viele Erfahrungen. Das heißt, die Systemdesign-Kompetenz zum Beispiel wäre eine, an der wir gerade auch als Hochschule, als die Schnittstelle, die die Studierenden da auch vorbereiten kann, ansetzen sollten. Denn die ist, wie gesagt, als wichtig angesehen, aber die Befragten
haben noch nicht viel Erfahrung damit. So, jetzt endlich zu unserem Modell. Ich bin auch schon am Ende jetzt dann, das habe ich Ihnen schon kurz gezeigt. Und in unserem Modell, wir haben das alles auch als PowerPoint hochgeladen, sieht man jetzt einmal immer zu jeder Kompetenz die Definition, die recht ausführlich ist. Was bedeutet diese Kompetenz eigentlich? Ich habe das jetzt hier am Beispiel der Aktivitäts- und Umsetzungskompetenz. Also wir haben das immer mit so kleinen Zitaten, auch aus den Fragebögen teilweise. Meiner Einschätzung nach wird es in Zukunft für den beruflichen Erfolg wichtig sein, in Bezug auf den KI-Einsatz die Initiative zu ergreifen. Das wäre jetzt so ein, man will was umsetzen Ding, ne? Das wäre jetzt quasi so ein Zitat in dieser Richtung. Dazu haben wir dann außerdem immer, was wir ja am Anfang kurz erwähnt haben, wir sind die Forschungsliteratur gegangen, da haben wir dann noch Referenzen darauf, was eben in der Forschungsliteratur auch aufgeführt wurde, passend zu dieser Kompetenz, um das auch nochmal mit anderen Ansätzen abzugleichen. Das ist teilweise auch ganz spannend. Und dazu haben wir dann außerdem, zu dem Punkt, den ich am Anfang nannte, Wissen, Fertigkeiten und die persönlichen Haltungen, Beispielsätze jeweils. Das ist jetzt nicht, dass dieser eine Satz, ne, bei Wissen, ich kenne die Grundlagen von KI-bezogenen Stakeholder-Management, das ist jetzt nicht alles, aber das ist ein Beispiel, was zu dieser Kompetenz gehören könnte. Genauso die Fertigkeiten und die persönliche Haltung. Also ich suche aktiv nach Wegen, künstliche Intelligenz zu nutzen und setze Ideen konsequent um. Ich stehe quasi auf und sage, so, das machen wir jetzt. Das wäre ein Teil dieser Kompetenz. Und das ist so die Zusammenfassung unserer Takeaways. Da rutsche ich jetzt, glaube ich, auch kurz durch. Schauen Sie sich wirklich sehr, sehr gerne die unsere Forschungsberichte an. Wir haben die jetzt auch fast fertig auf Englisch übersetzt, falls man die nochmal irgendwie in der Welt verteilen möchte. Immer gerne, da freuen wir uns. Bei Fragen können Sie sich auch immer, immer gerne an uns wenden. Das ist nochmal, was wir allgemein machen. Ah, da ist die Folie ein bisschen verrutscht. Aber dann nochmal unser www.aicomp.org. Man findet es auch auf der Next Education Website. Und genau, ich gucke auf jeden Fall, dass meine Folie nochmal bereitgestellt werden. Wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie sich die gerne, gerne an. Und wie gesagt, melden Sie sich immer gerne bei mir oder bei Ulf Ehlers oder bei Martin Lindner, wenn auch irgendwelche Fragen offen sind. Wir freuen uns da sehr, in den Austausch zu kommen. Ja, und dann habe ich jetzt noch eine Minute offen. Hier nochmal unsere E-Mail-Adressen, aber wunderbar, Schlag auf Schlag. Eigentlich wollte ich noch eine große Fragerunde öffnen, aber genau. Ja, dann vielen Dank von meiner Seite und auch im Namen des UF-Teams an alle Teilnehmenden und natürlich besonders an Sie, Frau Rauch, für den spannenden und kurzweiligen Vortrag. Ja, ich bedanke mich ebenso, sehr gerne.